Wie geht es weiter? Was passiert, wenn ich hier auf dieser Erde meine Augen für immer schließen werde? Was passiert dann? Was geschieht mit mir? Das ist eine Frage, die nagt am Gewissen der Menschheit. Sie bohrt in den Herzen der Menschen. Oft ist sie unausgesprochen. Aber man merkt es, wenn man mit Menschen spricht, ganz besonders, die mit ihrer Vergangenheit Probleme haben, die Schuld auf sich geladen haben, bewusst. Die plagt ihr Gewissen. Und sie fragen sich, was kommt nach dem Tod? Wie geht es weiter? Wäre ich zur Rechenschaft gezogen? Interessant ist, sagen auch Atheisten, also Leute, die behaupten, es gibt keinen Gott. Auch die sagen das. Gibt es nicht doch irgendwann den Punkt, wo ich zur Rechenschaft gezogen werde? Und so ist das ein ganz tiefer Herzenswunsch, die Gewissheit über das Irdische hinaus. Und so ist es ein Wunsch, der etwas ausdrückt, nämlich die Hoffnungslosigkeit, die sie eigentlich haben. Und dass sie sich fragen, wie geht's weiter? Hoffnungslosigkeit besteht ja dann, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Man denkt sich irgendwas, aber eigentlich weiß man nicht, was kommt. Und ein entscheidender Punkt für diese große Hoffnungslosigkeit auf der Welt ist also eben auch die Ungewissheit, wie es nach dem Tod weitergeht. Das Evangelium der Bibel sagt es dir in Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen oder hindurchgedrungen. Er geht nicht ins Gericht, weil er sich auf die Seite Jesu gestellt hat, der für ihn ja das Gericht am Kreuz schon getragen hat. Und Gott fordert die Strafe nicht zweimal ein. Wer sich Jesus anvertraut, hast du das gemacht? Hast du das getan? Und ich kann es nicht eindringlicher als jetzt sagen, das ist das Wichtigste, was du machen musst. Es gibt keine wichtigere Entscheidung. Schieb es nicht auf. Lass Jesus in dein Herz hinein. Er ist der Himmel und Erde gemacht hat, der auch dich gemacht hat. In seiner Hand bist du. Und wenn du nicht mit ihm versöhnt bist, dann wartet das Gericht. Deswegen lass dich versöhnen mit Gott. Und der Wunsch ist erfüllt, dass du Gewissheit hast über das Leben danach. Dann gehst du nämlich zu ihm. Und die Bibel sagt, dass er eine neue Erde, einen neuen Himmel für die bereithält, die ihm vertrauen.